Hallo zusammen und seid schön gegrüßt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war neulich im Rossmann und habe da mal durch die Riegelregale geguckt, ob ich irgendwas Neues entdecke und habe dort drei Sachen gesehen, die mich besonders interessieren. Und die schauen wir uns in diesem Video halt mal an. Thema des Videos quasi so bessere Riegel aus, habe ich jetzt so gemacht, bessere Riegel aus dem Drogeriemarkt. Rossmann gibt es aber wahrscheinlich auch woanders. Ich habe mir gekauft den Lebepur Salted Caramel Riegel. Den Foodloose, natürlich kostbar mit Zimt und so weiter. Und diesen mir auch empfohlenen Proteinriegel, Ena Bio Mandel Vanille, veganer Proteinriegel. Was steckt drin in diesen Riegel? Wie kann man vielleicht so mit Qualität und Preis auch umgehen? Vor allem, wie schmecken sie auch? Wir schauen uns das jetzt hier zusammen mal an. Film ab für euch und viel Spaß. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und hier haben wir jetzt diese drei Riegel mal in Nahaufnahme. Sei gesagt, ich habe sie bei der Hitze der letzten Tage transportiert und der hier hat ganz schön gelitten. Er sieht also vermutlich deutlich besser aus, als wir ihn hier gleich sehen. Interessant wird es natürlich, wie so ein Lebepur, Marke kenne ich gar nicht, Salted Karamellriegel mit Datteln schmeckt. Gekostet hat das ganze Ding 1,29 € für 40 Gramm, das ganze Bio. Ein Bio-Dattelriegel mit Karamellcremefüllung und Vollmilchschokolade, 24%. Datteln wohl statt Zucker, ne, weil Zucker ist ja ach so schlecht und gefährlich und tödlich. Deswegen sind hier Datteln als hauptsächliche Zutat drin, aber auch Rohrzucker. Milchkaramell, hallo, einmal bitte fokussieren. Hallo. Milchkaramellpulver, Magermilchpulver, also kein veganer Riegel, sondern ja, was wollen die damit Lebepur eigentlich einem aussagen? Also, dass es so irgendwie Boden, na, ich sag mal, naturbelassene Zutaten sind, ja, das kommt vielleicht hin, aber Magermilchpulver, ob das wirklich dann so naturbelassen ist, okay, es ist Bio, aber ist das jetzt ein richtiges Bioprodukt? Ich wage das jetzt mal zu bezweifeln. Wenn einer von euch diese Produkte schon ausprobiert hat, dann möge er es doch bitte in einen Kommentar schreiben. So sieht er aus. Wie gesagt, er ist geschmolzen. Er ist geschmolzen. Und außen haben wir hier schon mal Schoki. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe ein Schneidebrett geholt, damit wir uns das ganze Ding mal ein bisschen genauer anschauen können. Jetzt machen wir da mal einen Schnitt rein. Ah ja. Hier haben wir unten jetzt quasi, glaube ich, so eine Dattelmasse, die Karamellmilchfüllung und außen die Schokolade. Sieht eigentlich schon mal ganz cool aus. Nochmal einen Schnitt rein. Meine Kamera will heute nicht so wirklich fokussieren. Machen wir vielleicht so. Oh, der ist aber lecker. Der ist aber lecker. Boah, aber leck mir am Arsch. Der ist gut. Richtig schöne Schokolade. Die Süße von den Datteln hier unten. An diese Cremefüllung. Schönes, volles Gefühl. Hat irgendwie auch was Nussiges. Ich weiß jetzt gar nicht. Dattelsirup. Sind eigentlich keine Nüsse drin. Aber hat ja Mandeln 6%. Aber ich glaube nicht, dass das daher kam. Bourbon-Vanille. Also gute Zutaten sind schon drin. Das Ganze aus Berlin. Also ein toller Riegel. Der schmeckt mir wirklich gut. Vor allem die Schokolade außen mit dieser Milchcreme-Füllung. Probiere ich mal nur diese Dattelmasse hier. Ja, der schmeckt wirklich lecker. Sehr gut. Den könnt ihr kaufen. Preislich, wie gesagt, ist okay, glaube ich. Kann man mal machen. Klar, ein Snickers hat mehr drin, kostet nicht mal die Hälfte. Trotzdem, und wenn ihr solche Produkte mögt, probiert euch gerne mal den Lebepur Salted Karamell. Jetzt hier als nächstes den Ena Bio Mandel Vanille, den hat mir jemand von euch empfohlen. Da danke ich nochmal für. Leider kann ich mir jetzt nicht immer merken, wer das war. Derjenige, das war, kann es ja in einen Kommentar schreiben. Ein Proteinriegel, der irgendwie jetzt auch eigentlich in meine Playlist Proteinriegel passen würde.
Nichtsdestotrotz dachte ich mir, so ein bisschen healthier Riegel passt da schon. Es sind nämlich auch Datteln drin. Datteln, Reissirup, Proteinmischung aus Erbsen, Reis, Protein und Hanfprotein, 3% Mandeln, geröstete Kakaobohnen und das Ganze auch Bio. So wie der andere auch. Wir haben ja also Thema Bio-Riegel, wäre vielleicht noch besser. Drei Bio-Riegel vom Rossmann. 353 Kilokalorien, damit ähnlich wie andere Proteinriegel, 7,6 Gramm Fett, ordentlich Kohlenhydrate und 20 Gramm Eiweiß, was ihn jetzt für mich nicht zu einem wirklichen Eiweißriegel macht. Wenn ich jetzt pure Erdnüsse fütter, habe ich auch 20% Eiweiß. Also da brauche ich dann nicht unbedingt einen veganen Proteinriegel kaufen. Nichtsdestotrotz soll er leider geil lecker sein. Gekostet hat er, Mensch, hier ist mein Zettel. Ich habe natürlich 10% bei Rossmann gespart. 99 Cent für 40 Gramm auch. Sieht nicht ganz so appetitlich aus auf den ersten Blick. Etwas zäher die Masse, keine Füllungen oder so. Aber wir machen vielleicht aber lieber einen Schnitt, das sieht besser aus. So sieht er aus. Und mit so Stückchen drin. Dann probiere ich das mal. Nimm noch geröstete Kakaobohnenstücke, Kakaonips. Alter. Das ist aber wirklich lecker. Süß. Aber halt nicht so eine Zuckersüße, wirklich eher so eine getrocknete Fruchtsüße. Vanillaaroma kommt so in die Nase irgendwie rein. Ja. Ah ja, wirklich lecker. Ein sehr leckerer Riegel. Ener Bio-Veganer Proteinriegel. Der kann was. Sehr lecker. Der schmeckt mir. Den könnt ihr auch ausprobieren. Aber betrachtet ihn bitte eher als Süßigkeit und nicht als Proteinriegel. Was ist hier die Protein? Ja, genau. Erbsenprotein, Hanfprotein. Ist jetzt auch nicht das Beste für den Körper. Aber gut, wenn man jetzt vegan Protein essen will, dann kann man eh keine tierischen Produkte essen. Und ich habe euch ja gesagt, Eiweiß ist umso hochwertiger, je näher es eigentlich einem menschlichen Körper ist. Also Tiere sind natürlich mit einem Mensch eher verwandt als Pflanzen, ne? Und deswegen kann unser Körper da mehr mit anfangen. Aber das führt zu einer anderen Diskussion, die wir jetzt hier nicht anfangen wollen. Wir schauen uns noch den dritten Riegel an. Den Food Loose, natürlich kostbar. Mandel, Äpfel, Pflaume, Zimt, ein weihnachtlicher Riegel. Poesie, Amelie heißt er, kerniger Fruchtriegel, Nussriegel. 35 Gramm sind drin, also am wenigsten, aber mit 1,49 Euro auch der teuerste Riegel von allen. Aber auch der stylischste zumindest. Mandelriegel mit Trockenfrüchten und Walnüssen. Mandeln sind drin, als erste Zutat 22%, Agavendicksaftsirup, Sonnenblumenkerne, Feigen, getrocknete Walnüsse 13%. Ein richtig geiler Nussriegel auch. Und ich muss persönlich sagen, ich liebe sowas. Ich liebe solche Nussriegel. Ich finde das total toll. Ich mag das sehr, sehr gerne. Die Be Kind Riegel sind die leckersten. Also für mich persönlich sind die Be Kind Riegel die allgemein besten Riegel überhaupt. Also nicht nur die liebsten Nussriegel, sondern die liebsten Süßigkeiten in Riegelform für mich. Ich liebe die abgöttisch. Die sind großartig, sind leider nur unfassbar teuer. Das ist das große Problem. Liebes Be Kind Team, wenn ihr das hört, bitte schickt mir einen LKW vorbei. Das wäre echt cool. Produktionsland Griechenland. Okay, das ist interessant. Ist auch ein Bioprodukt. Alter, was ist mit der Scheißkamera los, ey? Ah, was steht denn da drauf? Da ist irgendwie so ein Text. Katharina Luse. Lässt er in Griechenland produzieren. Ah ja. In diesem Premium-Riegel steckt meine ganze Liebe. Ich liebe naturbelassene und schmackhafte Produkte. Ich liebe die Suche nach neuen Zutaten, Geschmacksjuwelen. Und ich liebe Reisen in exotische Länder. Meine Erinnerungen waren die Inspiration für den Foodloose-Riegel. Entstanden ist eine aufregende Entdeckungsreise für ernährungsbewusste Genießer. Bon Voyage. Ah, ja. Die Nährwerte seht ihr hier. Ordentlich Fett, natürlich viele Nüsse drin. Da gehört das dazu. Packen wir den auch mal aus. Hallöchen, sexy. Du siehst aber gut aus. Komm mal raus, du Scheißteil. Die Kamera, ich muss mal kurz die Kamera hier ein bisschen umpröbeln. So. Ja, also ihr seht da wirklich, jetzt mal hier in Nahaufnahme, alles voll mit
Früchten und Nüssen und Stücken und Foodporn-Manier. C durch die Sirupe und den Zucker da drin. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Da hat man gut was zu beißen. Ihr seht ja auch eine ganze Mandel. Oh ja, der schmeckt mir auch sehr gut. Also wirklich lecker, ey. Schön Nüsschen drin. Es fehlt ein bisschen Zimt, der hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Zimt, merke ich gar nicht. Aber ein schöner Nussriegel. Den könnt ihr auch gerne mal probieren. Preislich fände ich, wäre ein bisschen weniger auch in Ordnung gewesen. Ist ein bisschen heftig, der Preis. Aber ansonsten auch lecker. Und Fazit des Ganzen ist, alle diese drei Riegel haben mir gut geschmeckt. Diese drei Bio-Riegel vom Rossmann gibt es aber auch woanders. Außer den hier natürlich, das ist eine Rossmann-Eigenmarke. Die könnt ihr alle gerne einmal ausprobieren. Und wenn ihr sie schon probiert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar dazu schreibt, welchen Riegel ihr toll findet, welchen nicht. Welcher ist scheiße? Entschuldigt bitte die Wortwahl. Welcher ist super affengeil? Schreibt es rein und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Adieu und ciao.